Was ihr natürlich jetzt nicht vergessen dürft, ist, ich bin Multimillionär, ich putze nicht selbst. Hey Leute, ich habe jetzt den Vlog schon aufgenommen, aber ich hatte ganz vergessen, noch ein paar Sachen davor zu sagen, weil es geht jetzt gerade wieder einfach los mit Vlogs. Aber warum, weshalb, das möchte ich noch kurz erzählen. Und dann geht der Vlog für euch los. Das hier ist aber schon nach dem Vlog passiert. Ich bin gerade übrigens auf der Baustelle, also auf unserem Bauernhof. Dazu kommt im nächsten Video einiges. In diesem Video werdet ihr aber schon mal eine Roomtour von den Containerhäusern auf unserem Bauernhof sehen. Also diesem Container auf jeden Fall. Und noch im anderen. Naja, auf jeden Fall, warum ich wieder mit Vlogs starte, hat folgenden Grund. Ihr seht ja, ich bin gerade auf dem Bauernhof, das ist eine Baustelle. Es entwickelt sich hier jetzt über die nächsten Monate und Jahre sehr viel. Wir wollen eine eigene kleine Kommune gründen, ein eigenes kleines Village. Ich sage immer gerne Viking Village oder einfach Tiny House Village. Mit Freunden, Familie, dass wir alle zusammen hier leben, aber jeder sein eigenes Haus hat. Das ist eine Menge, was da passiert. Wir bauen unser eigenes Gemüse in Zukunft an. Wir werden unsere eigene, ja, wir werden alles versuchen selber zu machen. Das heißt, wir off-grid leben. Im Englischen nennt man das Homestead, also so Heimstätte, einfach so was aufbauen, ja. Und da sind wir gerade dabei und da möchte ich euch gerne mit hinnehmen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Vlogs. Ich glaube, es fing an, als wir im Fitnessstudio waren und wir haben dann Toni und Nia auf dem Roller verabschiedet. Ich glaube, in die Szene springen wir jetzt mal. Meine Schwester ist am Ruder. Lina und Chi sind da hinten am Bankdrücken. Ich warte jetzt gerade noch auf Sabine. Wir nehmen jetzt gleich was für Instagram auf. Und zwar eine Instagram-Story für einen Kunden. Darf ich den Namen sagen? Ich weiß es nicht. Hallo, jetzt habe ich verpasst, wo du reingefahren bist. Kannst du noch mal reinfahren für den Vlog, alles stellen? Ja. Sehr gut. So, ich habe mit der Sabine jetzt die Instagram-Story aufgenommen für einen Kunden. Und wir müssen noch ein Placement machen. Und zwar für ein Produkt, was ich eh schon seit... Wie lange benutzen wir das? Schon so ein, zwei Jahre. Ja, also über zwei Jahre, glaube ich sogar. Und zwar ist das hier unser Waschpulver. Ohne Verpackungsmüll und so. Das ist ziemlich nice, damit wasche ich meine Wäsche. Weil ich bin sehr empfindlich, was Waschmittel angeht. Weil ich bei solchen, keine Ahnung, Parfümen oder so Duftstoffen, da reagiert meine Haut extrem empfindlich. Ich habe einmal bei einem Kollegen Wäsche gewaschen und dann hatte ich so übelst Ausschlag. Jetzt müssen wir erstmal in die Stadt, weil wir müssen etwas reservieren. Und zwar das neue iPhone. Und deswegen... Ich will jetzt mal schnell in die City. Bis gleich. So, wir haben jetzt das iPhone 13 vorbestellt, weil ich habe immer noch das 11er, also ich habe ja letztes Jahr das iPhone nicht geholt. Und da Sabine jetzt eh gerade vorbeigekommen ist zum Arbeiten, haben wir direkt auch für sie das Phone mitbestellt. Und jetzt holen wir uns auch schnell was zu essen. Und wir müssen auf jeden Fall heute zum Bauernhof, ganz wichtig, weil ich will euch heute schon ein bisschen was vom Bauernhof zeigen. Und zwar die... Hallo! Und zwar die erste, er hat gerade gesagt, hier ist Vlogging, es war ein Engländer. Die erste Roomtour vom Container. Und wie schmeckt's? Ja, hallo Emmy! Hallo Pino! Ich habe euch noch gar nicht unseren neuen Hund gezeigt, den haben wir schon seit ein paar Wochen. Und zwar ist der gerade am Essen, das ist der Scenestar. Und das ist ein Straßenhund, den hat eine YouTube-Kollegin von mir, hat die gefunden. Und ja, die haben wir jetzt aufgenommen. Die waren ganz verwahrlost am Straßenrand. Die hatten auch Würmer im Kot und ja, bei denen, also denen ging es nicht so gut. Ganz, ganz schlimm Blähbauch. Und dann waren wir beim Tierarzt und die waren auch noch nicht gechippt. Also logischerweise, wenn es Straßenhunde sind, die waren nicht gechippt. Die waren nix, keine Impfung, keine ärztliche Versorgung. Und der ist jetzt schon seit... Ja, so ein paar Wochen. Mama, wie lange ist der bei uns jetzt? Vier Wochen. Also ein Monat ist er jetzt schon bei uns. Und das ist der liebe Scenestar. Und Scenestar ist Portugiesisch, das heißt entweder Grau oder Asche. Und weil das so ein grauer, so eine graue Maus ist, mit so seinen grauen schönen Äuglein, haben wir ihn dann Scenestar genannt. Was ist mit Pino? Ja, der Pino, unser Dackel. So, wir sitzen im Auto, Leute. Sabine fährt hinter uns, weil wir zeigen ihr heute auch zum ersten Mal den Container eingerichtet. Oder ich glaube, sie hat den Container, glaube ich, noch nie gesehen. Ihr kriegt auf jeden Fall jetzt eine Roomtour. Wir haben bis aufs Bett, also bis aufs Schlafzimmer, ist der Container komplett eingerichtet. Und ja, wir zeigen euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Zeigen euch noch ein paar Sachen vom Bauernhof. Und ja, wird interessant. Wir wollen ja dann ein ganzes Tiny Village Projekt umsetzen, das heißt, wir wollen da verschiedene Tiny Häuser bauen, Containerhäuser, A-Frame Häuser, Holzhäuser, dies, das, jenes und es wird sehr lustig, genau.
Simon sitzt am Steuer. Moin. Ungeheuer. So stimmt. Wir haben hier zwei Container bestellt. Die kamen mit dem Schiff. Ich kann euch ein paar Fotos einblenden. Mashallah, oi. Zum Container gehen, möchte ich ganz kurz zum kleinen Bauernhaus, weil das kleine Bauernhaus, das renovieren wir komplett und ich will gucken, wie die, wie der Progress ist. Hola, Butter. Hallo. Hola. Oh, die Wand ist schon komplett fertig, die neue Wand, sehr, sehr geil. Muito bonito. Hier im Bad haben wir auch das Fenster vergrößert. Guck mal, wenn man aus dem Bad rausguckt, guckt man nur in den Urwald. Geil oder geil? So, jetzt schauen wir uns den oberen Container an. Wir haben zwei, einer unten, einer oben. Den oberen zeige ich jetzt euch und Sabine. Hier haben wir eine schöne Holzverkleidung. Und da ist das Innenleben. Oh, ich sehe schon, der Zaun ist jetzt da, aber ich glaube, da haben wir eine Sache falsch gemacht. Hier sollte ein Stück, genau gegenüber von der Tür, sollte ein Stück Zaun entweder weg oder einen Bogen machen, weil jetzt wird man die Tür nicht mehr ganz aufkriegen, oder? Wie haben die das gelöst? Ja. So, das Einzige, was nicht fertig ist, zeige ich euch zuerst, und zwar das Schlafzimmer, weil wir hatten ein Bett bestellt von Ikea und da fehlt ein Teil, also Ikea hat einen Teil nicht mitgeliefert, und zwar den Innenrahmen oder so. Hier haben wir das Bad, dafür, dass es in einem Container drin ist, sieht so echt super, super nice aus. Schöne Dusche, genug Platz, tipptopp. Ja, und dann hat man hier noch die Küche und das Wohnzimmer. Ist gerade ein bisschen zugestellt. Ist gerade ein bisschen zugestellt, weil wir hier noch ein paar andere Sachen haben. Wir haben hier einen richtig geilen Y-Food-Kühlschrank bekommen von unserem Partner Y-Food mit so einem Logo. Der kommt später in die Sporthalle. Das wird geil, aber den haben wir jetzt gerade hier stehen. Genau, hier ist ein bisschen Krimskrams hier rum. Das ist die Küche. Ja, das ist so eine kleine Couch-Ecke. Hier kommt später noch der Parkplatz, wird richtig schön später noch. Und hier kann man dann chillen, kann man dann hier so zocken. Und dann hat man immer, wenn jemand kommt, wenn Gäste kommen, ah, sind Leute da. Ja, nice. Hier kommen auch Vorhänge hin und so. Aber das ist auf jeden Fall aktuell. Was haben wir denn da? Oh, natürlich ein Controller. Let's go. Was für eine Art von Tür ist es hier? Ah, okay. So funktioniert die Tür, genau. So, hier ist unsere ehemalige Reithalle. Hier war alles, also ging es tiefer runter und hier war alles Erde. Und wir haben hier schon komplett Asphalt reinmachen lassen. Also, ich weiß nicht, wie man das nennt. Nicht Beton und nicht Asphalt, sondern es hat einen extra Estrich. Ich glaube, Estrich nennt man das. Hat einen extra Namen. Ich glaube, es ist Estrich. Ich weiß nicht, ob es da Unterschiede überhaupt gibt. Auf jeden Fall haben wir es komplett reinmachen lassen und dann hier eine Regenrinne gebaut, damit es auch, also Wasserrinne, damit man hier auch reinigen kann. Hier kommt aber noch ein Linoleumboden drüber, damit man es einfacher säubern kann. Und die Wände werden noch weiß gestrichen. Oben das ganze Gerüst wird noch weiß gestrichen und dann kommt hier die Sportgeräte rein, also unser Fitnessstudio. Hier kommt das Trampolin rein. Hier kommt noch eine Kletterwand später hin, also eine Boulderwand. Hier kommt Tischtennisplatte, Billardplatte. Also hier kann man einfach, die Idee hier ist einfach, dass es so eine Social Activity Hall ist. Also man hat hier immer schön Schatten, man hat hier immer schön angenehme, kühle Luft. Und hier kann man einfach alles machen, wo man sozusagen Outdoor machen würde. Aber wenn man in der Sonne nicht, in der freien Sonne nicht sein möchte, kann man es auch hier drin machen. Das ist halt das Geile. Das wird richtig heftig, weil es kommen ja noch große Geräte. Die sind jetzt heute losgeschickt worden von Schweden, die großen Geräte. Heute sind losgeschickt worden. Ja, wird heftig. Und überall haben wir Steckdosen. Also an jeder Ecke haben wir Steckdosen, damit man hier auch zum Beispiel, wenn man möchte, kann man ja auch eine fette LAN-Party veranstalten. Wenn irgendwann mal komplett wieder Corona und alles vorbei ist und man darf wieder 100 Leute treffen, kann man einfach hier wirklich 50 Leute einladen und einfach mit seinem ganzen Freundeskreis, Freunde von Freunden, und dann können hier überall Tische aufgebaut werden. Und wir haben hier überall Steckdosen und wir haben auch Internet hier drin. Also, und da haben wir so ein, so wie so eine Zentrale dann. Das ist auch geil, weil da kommt mein Office rein, solange mein Haus noch nicht gebaut ist. Ich möchte mein Haus da oben bauen, das zeige ich euch aber alles beim nächsten Mal. Und hier in dieses Office, da kommt mein Arbeitsbereich rein und so, mein Office. Und dann kann man von hier aus immer auch gucken, was in der Reiterlab abgeht und so. Es wird sehr, sehr wild. Wir sind jetzt wieder im Container und wie ich eben schon gesagt habe, gibt es heute noch ein Placement, und zwar von Everdrop. Und wie ihr schon gesehen habt, wir haben zu Hause schon das Waschmittel und die Spülmaschinen-Tabs und so benutzen wir schon seit Ewigkeiten. Aber wir haben noch ein richtig schönes, großes Paket von Everdrop bekommen. Und zwar so eine eigene, oh,
eine Glasflasche, wo man sein eigenes Spülmittel drin mixen kann. Wiederverwendbar, richtig, richtig schön. Jetzt sind wir schon direkt versorgt hier im Container, denn wir haben jetzt hier einmal ein Reiniger fürs Bad, einmal für die Küche, dann haben wir hier das Spülmittel und hier einmal den Glasreiniger. Und wir können uns das selber zusammenmischen. Hier sind die verschiedenen Pakete, hier für alle möglichen Situationen, Spülmittel. Und wir mischen uns jetzt einfach mal das Küchenreinigungsmittel, mischen wir uns jetzt einfach mal selber. Dazu gibt es auch noch solche Spülschwämmchen, also Reinigungslappen und so Spültücher. Die sind übrigens sehr, sehr schön gestickt. Gefällt mir sehr gut. Da haben wir den Container direkt schon mal gut versorgt mit richtig geilen, nachhaltigen Produkten, wo man auch einfach mal reinkommt, das Gefühl hat, geil, hier hat sich jemand Gedanken gemacht. Die Reinigungsmittel enthalten natürlich alle kein Mikroplastik, keine tierischen Inhaltsstoffe, das heißt alles vegan und kein Plastikmüll. Das ist das Allergeilste, kein Plastikmüll. Ich bin selber auch nicht unschuldig, ich benutze auch hier und da Plastikverpackungen, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich komplett darauf verzichten. Und das hier ist eine Möglichkeit, leicht umzusteigen auf nachhaltige Reinigungsmittel. Und ich muss sagen, also ich, wie gesagt, die Sachen habe ich bis jetzt noch nicht benutzt, aber das Waschmittel und die Spülmaschinentabs benutze ich ja schon seit Jahren und ich bin super zufrieden mit Everdrop. Und das ist etwas, wo ich mich sehr darüber freue, also dass sie uns auch zugeschickt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde auf jeden Fall weiter aufstocken und das gefällt mir sehr, sehr gut. So, jetzt mischen wir uns mal unsere eigene Packung Küchenreiniger. Dazu nehmen wir uns natürlich die passende Küchenflasche hier. Steht Küche drauf, perfekt. Und dann mischen wir es jetzt mal. Let's go. So, hier sind immer pro so einer kleinen Packung 3 Tabs drin. Und ich nehme einen Tab raus. Natürlich darf man es nicht essen, liebe Kinder. Das ist natürlich trotzdem Reinigungsmittel. Und den packt man dann da rein und mischt man es einfach mit Wasser und dann ist es schon fertig. Jetzt mache ich natürlich an der Spüle, damit es keine Sauerei gibt. So. Was ihr natürlich jetzt nicht vergessen dürft, ist, ich bin Multimillionär. Ich putze nicht selbst. Everdrop hat jetzt seit neuestem auch noch WC-Reiniger und so, die habe ich noch nicht, aber da wird es wahrscheinlich was auf Instagram zu geben. Kuss geht raus an Everdrop, finde ich sehr, sehr geil. Egal, was ihr ausprobieren wollt, checkt meine Beschreibung aus, da findet ihr den Link. Und mit dem Code Unge kriegt ihr noch 10%. Also, gönnt euch und tut was Gutes für die Umwelt. So, das ist das kleine Bauernhaus. Hier haben wir noch so ein kleines Minifeld angelegt, mit verschiedenen Pflanzen. Und hier gehen wir jetzt runter, also hier in der Reitkoppel vorbei, da hinten geht es zum zweiten Container und den zeigen wir euch natürlich auch noch. Hier bauen wir unser eigenes, sowas wie so ein Komposttank. Also hier kommen die ganzen Pflanzenabfälle, also wenn die ganzen Pflanzen hier auf dem Grundstück, das sind 30.000 Quadratmeter Grundstück, das heißt, hier sind immer sehr, sehr viele Pflanzenabfälle. Und die ganzen Pflanzenabfälle, die hier anfallen, die werden wir selber kompostieren hier und dann machen wir selber daraus einen eigenen Dünger, den wir wieder zum Bedüngen benutzen. Das wird eine sehr, sehr geile Sache, damit wir unseren komplett eigenen Zyklus haben. Hier ist noch so ein altes kleines Café. Das kommt erst in Step 3 oder 4. Also da machen wir uns, kümmern wir uns später drum. Hier haben wir noch ein Feld angelegt. Also hier machen wir überall, pflanzen wir unser eigenes Gemüse und wir haben auch ganz viele Obstbäume hier. Schaut mal die ganzen Blumen, die hier blühen, die pinken. Richtig, richtig schön. So, da vorne seht ihr schon den zweiten Container. In dem Container lebt gerade ein Kollege von mir, der heißt Ben und das ist auch der Chef von der Containerfirma, die Container liefert. Der hat hier seine ganzen Möbel schon drin eingerichtet und sowas. Also es wird auch unser Gästecontainer, aber aktuell ist es Bens Container. Schauen wir mal, wie ordentlich es hier ist. Aha, Ben, schön. Dein Schlafzimmer. Glück gehabt. Dann natürlich viel Bier, ganz wichtig. Und hier hat er seinen Rechner und hier auch die Couch-Ecke, Fernseher und die Aussicht. Da hinten ist natürlich noch Baumaterial und so, das wird aber alles noch, wenn es fertig ist, richtig schön. Also der Ben, der wohnt hier so lange im Container bei uns, bis er sein Traumgrundstück hier auf Madeira gefunden hat, weil er sucht gerade auch hier auf Madeira sein Traumgrundstück. Und dann setzt er sich auch im Container, so einen baugleichen Container setzt er sich da hin. Und dann hat er auch ein sehr schönes Grundstück. Und so lange darf er bei uns halt einfach auf dem Grundstück im Container sein, weil wir uns einfach sehr gut verstehen und einfach super korrekt ist der Ben. Küsse gehen raus an Ben. Zwangsweise musste er sich schon Super Smash Bros. Holen hier. Ja, er musste sich Super Smash Bros. Holen, das ist die Regel. Wenn man hier wohnt, muss man sich Super Smash Bros. Holen, weil sonst darf man hier nicht hin. Ne? Ja, auf jeden Fall ist das unser unterer Container und mit diesem Steinfundament kombiniert mit diesem, ja ich sag mal Industrial Look, weil es halt einfach nur so ein Schiffscontainer ist, finde ich es richtig geil, diese Mischung einfach. Und ich muss sagen, ich mag die beiden Container richtig, richtig gerne. Und ich bin gespannt auf die nächsten Tiny-Häuser, die wir noch umsetzen. Also hier wird noch richtig viel passieren. Es wird ein komplettes kleines eigenes Dorf, so ein Tiny-House-Village. Das ist meine Zukunftsvision. Also wird für Freunde, Familie einfach ein Ort sein, wo man einfach eine geile Zeit zusammen haben kann. Und es wird sehr, sehr schön. Und ihr werdet auch teilhaben, weil ich alles dokumentieren werde.
ab jetzt wieder regelmäßig in den Vlogs. Kleine Info an alle, die auch bis jetzt hier geschaut haben. Diese Vlogs hier, die werde ich ungefähr einmal die Woche machen auf dem Hauptkanal hier auf Ungespielt. Allerdings, falls ihr noch mehr wissen wollt, was auf dem Bauernhof hier abgeht, was mit dem Viking Village sozusagen abgeht, dann checkt gerne mal meinen englischen Kanal aus. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Und da werde ich jetzt auch noch zusätzlich englische Videos machen. Die werden noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, das heißt noch ein bisschen mehr zum Thema Bauernhof, weil ich einfach gerne den Leuten, die hier leben, auch gerne, wenn die fragen, was ich so mache, würde ich denen gerne das halt zeigen und erklären. Es wird ein ganz kleines Mini-Projekt. Wir sehen uns beim nächsten Vlog, wenn es euch gefallen hat. Denkt dran, ab jetzt so weekly hier auf dem Hauptkanal und noch ein paar Extras und andere Vlogs kommen bald auf dem englischen Kanal. Ich weiß nicht genau, wann ich da anfange, vielleicht jetzt auch zeitgleich hiermit. Ansonsten könnt ihr schon mal gerne rein abonnieren auf dem Reik-Channel. Bis zum nächsten Mal, wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst ihn euch noch oben da. Kuss geht raus.